willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder auf dem Weg zu Marius, zu VW. Ihr erinnert euch in dem letzten Video, wir haben eine kleine Weltreise gemacht, sind 500 Kilometer nach Süddeutschland gefahren und haben das Auto begleitet, den Bus, zur KTL-Beschichtung. Hat sich aber definitiv gelohnt. An der Stelle nochmal vielen Dank an Alex, dass er sich so viel Zeit genommen hat und uns wirklich jeden Schritt erklärt und gezeigt hat. War super informativ. Ich fand es auch richtig cool, dass ihr das auch alle so gefeiert habt und auch alle bei der Sache wart. Und jetzt fahren wir zu Marius und gucken uns mal an, ob das Auto da heil angekommen ist und wie es jetzt weitergeht. Tja. Nochmal als kleinen Soundvorgeschmack. Mehr darf ich leider noch nicht dazu sagen. So brutal, ey. Traktion im Regen, leider Fehlanzeige. Ja. Aber dazu kriegt er später mehr. So, jetzt können wir euch gleich mal unseren zukünftigen Lackierer des Busses vorstellen. Genau. Unseren André. Ja, genau. Du machst Feierabend, wir fangen an, ne? Ja. Wir filmen jetzt noch ein bisschen. Reicht's heute. Wem er ja so geschafft hat bisher. Hat mal gucken, was unser Bus so macht. Da haben wir euch schon reingeschoben in die Kabine. Na, immerhin. Ja, wir gucken mal. Ja. Keine ZV. Lackierer gerade schon draußen getroffen, der hat mich schon mal vorgewarnt. Ja. Dass er bald für uns tätig sein wird. Ja, das wird er tatsächlich. Und Bus wieder angekommen hier? Bus wieder angekommen, ja. Aber. Ist er noch heile? Ja. Oder sind doch 50, noch, 20er Löcher drin? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber wir waren ja, ich war ja zwei Wochen nicht da, wir waren ja im Wörthersee. Hm. Und es sind leider ein paar Sachen passiert, die wir jetzt nicht filmisch festgehalten haben. Okay. Ist jetzt Cabrio? Nee, Gott sei Dank nicht. Ist aber mit dem Abdichten schon etwas weit vorangeschritten. Okay. Ich hatte es zwar mit dem Mitarbeiter, oder es sollte dem Mitarbeiter gesagt werden, wurde es aber leider nicht. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter, als wir mit der Kamera sind. Es sind noch ein paar Arbeiten über, lass uns mal gucken gehen. Mhm. Aber einiges ist auch schon passiert. Okay, das heißt. Das Auto ist ja nicht lackiert, keine okay. Angst, aber er hat schon einige Nachdichtungen. Ich dachte, Richard hat schon Feierabend gemacht, weil auch. Wir können jetzt Probefahrt machen, genau. Nee, so weit ist noch nicht. Okay, also ist noch Blechkleid. Ja. Ist halt nur schon weiter, als es jetzt hier eigentlich angekommen wäre. Genau. Also ja, so ist das Leben. Wir filmen halt hier im, ich sag mal, im laufenden Prozess, ne? Ist jetzt ja nur, weil Philipp vorbeikommt, nicht Stillstand hier bei VW. Ja, ich habe schon probiert, das alles ein bisschen hinzuschieben, aber es wurde leider nicht bis zum Mitarbeiter runter kommuniziert, dann ist es halt auf der Strecke geblieben, leider. Ja, egal. Wir gehen mal gucken, ich zeig's dir mal und dann können wir schauen, wie wir weitermachen. So, da ist ja, immerhin ist er ja schon mal angekommen hier. Genau. Marius, erzähl doch noch mal kurz, wie du unseren Trip in Süden fandest. Ich habe gerade schon auf dem Hinweg ein bisschen was gesagt. Ja, abgesehen natürlich von der Entfernung, die für uns hier natürlich ein tägliches Problem ist, weil wir leider fast alle Autos reinbringen, fand ich persönlich das cool, dass er sich auf jeden Fall der Schwan so viel Zeit genommen hat. Das fand ich gut dafür, dass er der Chef da, sag ich mal, ist. Ne? Das fand ich gut, dass er da
ja, mit uns letztendlich ja fast den ganzen Tag rumgelaufen ist und das alles auch recht gut erklärt hat. Prozess an sich fand ich sehr sauber, weil wir haben diese, wie gesagt, auch schon Lieferanten gehabt, wo dann irgendwie hinter Dellen im Auto waren, Knicke und so weiter. Das ist bei dem Auto fast ausgeblieben. Ansonsten Firma hat für mich einen sauberen Eindruck gemacht. Qualität hat gepasst. Ja, ja. Ich fand es in Summe eigentlich gut. Passt, ne? Ergebnis auch gut. Ja. Ich sehe sofort irgendwie auf den ersten Blick, was halt bei den KTL immer krass auffällt, ist, dass es so gleichmäßig drauf ist. Weißt du, es sieht jetzt nicht irgendwie so wie drauf gespritzt aus, ne? Sondern es ist halt wirklich irgendwie so wie, überall gleich benetzt. Da wäre jetzt Herr Schwan wieder gefragt, wie, das haben wir gar nicht geklärt, wie dick das hier eigentlich drauf ist, ne? Ich glaube im Mühlbereich. Echt so dünn? Ja, ich glaube relativ. Also es wird bestimmt einer besser wissen, ich habe das aber nicht im Kopf, aber ich meine zu wissen, dass es relativ dünn ist. Und wie viele Löcher habt ihr gefunden? Noch, also die wir wirklich verschließen wollen, nicht viele. Also weil man muss auch ein bisschen für die Konservierung später noch ein paar Sachen offen lassen, weil irgendwie müssen wir mit dem Wachs hinkommen und natürlich muss auch Schwitzwasser wieder rauskommen, das heißt ein paar werden wir wirklich einfach lassen, mit Gummistopfen vielleicht versehen oder so, machen wir das in der Regel, und ein paar werden wir wieder verschließen. Okay, das heißt Auto kam an, ab auf die Bühne und jetzt wurden so ein paar Sachen schon gemacht. Genau. Leider die natürlich witzig gewesen wären zu zeigen für uns, also wir haben über den Steinschlagschutz sprachen wir ja eingangs schon mal in der Restaurierungsreihe. Wir machen es also dann wirklich nur noch so, dass, wie man jetzt sieht, das reine Rathaus damit dann wieder versehen wird. Man sieht an der Kante, dass das gespritzt ist, ne? Wo man so diesen weichen Übergang hat. Ne? Genau. Ist also überlackierbar, es wird jetzt alles noch in Wagenfarbe dann überlackiert. Überlackiert heißt, muss das nochmal angeschliffen werden? Nee, oder kann man direkt das haftet jetzt so direkt. Hätte ich auch nochmal Glück gehabt. Wenn ich jetzt natürlich hier mit öligen Fingern ein paar Mal ranfasse, ist natürlich schlecht, aber in der Regel haftet das dann so direkt. Und dann sieht man ja noch wirklich überall, wo so eine Blechfalzkante ist. Genau, also hier so im Spritzwasserbereich haben wir natürlich alles mehr oder weniger verschlossen, was so da ist, was potenzielle Gefahrenstellen sein können. Mhm. Ne? Die Nähte werden nach den ersten zwei, drei Lackvorarbeitungsgängen passieren. Das heißt, erst nach Spachtel und so weiter wird dann so eine Falz verschlossen von uns. Und flächig am Unterboden werden wir gleich gar nichts finden. Da konservieren wir das Auto dann nur mit Wachs später. Ah, das heißt, der wird blank lackiert? Ja, der wird wirklich, der bleibt dann unten, der ist von unten dann so glatt wie von oben quasi. Nur da, wo wir wirklich den größten Gefahrenbereich im Steinschlagbereich haben. Dann würde mich ja als allererstes jetzt interessieren, wie viel Dichtmasse ist da ungefähr drauf? Ich müsste lügen, was in so einer Kartusche ist, müsste ich gucken. Ich schätze mal so 300 Milliliter und ich würde sagen, bei so einem Auto gehen so 10 bis 12 Kartuschen. Echt doch so viel? Ja. Also werden das schon 5 Kilo sein, so in dem Ja, Sinn. Ist schon ein bisschen was. Und von dem überlackierbaren Unterbodenschutz? Achso, nee, das meinte ich jetzt. Ach, das meinst du? Achso, das okay. meinte ich jetzt. Ich dachte jetzt die... Das ist das gleiche Material. Wir dichten und spritzen das gleiche. Das heißt, das wird spritzbare Nahtabdichtung. Die wird dann nur ein bisschen noch verdünnt oder so? Und dann ist so dünn. Die ist so dünn. Wenn ich jetzt irgendwo dick, also ich sag mal, eine Wurst damit bilden, schaffe ich nicht, die würde wegfließen. Aber wir ziehen ja überall nur glatt und das geht mit dem Material. Ist das irgendwas Spezielles, extrem langlebiges oder können wir gleich mal zeigen, ist kein Geheimnis, ist auch nur was, was im freien Handel verfügbar ist, also nichts jetzt irgendwie VW-spezifisch, ist ein Einkomponenten. Können wir den mal hochfahren und von unten gucken, weil ich glaube, das wird krass aussehen, wenn der jetzt so schön glatt und frisch ist. Machen wir mal. Weil ich ihn ja eigentlich in schwarz-matt eigentlich auch so ganz geil finde. Ich bin eigentlich jemand, ich mag keinen schwarz-matt, so, ne? Weil er sieht immer irgendwie so wie mit der Dose lackiert aus, aber so bei so einem Bus finde ich wiederum passt das. Haben wir auch noch keinen gemacht. Vielleicht brauchst du ja nochmal einen. Ja, auch die Hebebühne ist historisch, das dauert halt ein bisschen, bis das Auto oben ist. Wie entscheidet ihr, was alles abgedichtet wird? Darf das der Mitarbeiter selber aus Erfahrung entscheiden oder gibt es da irgendwie besondere... Wir sprechen ja in der Regel das schon ab natürlich, aber es gibt jetzt nicht Kunde X bekommt die Abdichtung, Kunde Y die Abdichtung. Also es bekommen schon alle Fahrzeuge das Gleiche und alles, was irgendwie so im Spritzwasserbereich ist, wie gesagt, wird eigentlich versiegelt. Also das ist... Was halt an diesem KTL so geil ist, wenn du jetzt hier so reinfilmst oder so rum reinfilmst, ist halt wirklich wie einfach alles bis in die letzte Ecke blank ist, ne? Da ist überall Beschichtung drauf, da ist nicht irgendwie, dass eine kleine Ecke keine Farbe hat oder wo noch so ein bisschen Dichtmasse von vorher drauf ist, wo du so mit der Flex und so nicht reinkommst. Ne? Ja, das ist schon cool gleichmäßig. Definitiv cool. Und hier wollte ich ja gerade schon fast sagen, habt ihr schon Auspuff drin verlegt? Ja, das ist, die warme Luft muss ja für die Heizung irgendwie nach vorne kommen. Luftgekühlt. Weil das Heizungsrohr, genau.
Ja. Hat der für die Lüftung einen extra Gebläse oder läuft das über das Motorgebläse? Der allererste Motor läuft dann damit über das Lüftungsgebläse vom Motor. Genau. Das heißt, die läuft dauerhaft, nur machst du eine Klappe auf und zu. Genau. Du kannst hier hinten direkt bestimmen, ob warme Luft in diesen Kanal gelangen soll oder nicht. Der hat so Wärmetauscher hinten als Krümmer und da kannst du das jetzt bestimmen. Genau. Ja, der Samba wird später noch verkleidet werden, weil da war VW damals schon so weit, da das Dach, der im Prinzip als tragendes Teil im Samba fehlt, ne, ist ja nur so ein Schiebedach, das kann ja nicht wirklich viel, werden hier später noch Platten drunter kommen. Also man wird dann diese Bodengruppe nicht mehr so sehen, der wird dann wirklich relativ glatt sein. Also das ist auch original so. Das ist richtig für Versteifung gedacht. Genau, in der Serie wurde es natürlich aber gleich eingeschweißt. Wir legen aber, also du musst es jetzt ja irgendwie ohne seriennahe, ja, sag ich mal, Fertigung nachbilden. Das heißt, ein bisschen aufwendig beim Samba leider. Es wird jetzt also KTL beschichtet, lackiert, Kabelbaum verlegt, Heizungsrohre, alle Seile rein und so weiter. Und dann wird das nochmal wieder eingeschweißt. Das muss natürlich doppelt und dreifache Arbeit, aber es geht beim Samba leider wirklich nicht. Jetzt habe ich da drunter keine Farbe. Wo du gerade Kabelbaum sagst, gibt es den fertig zu kaufen oder baut er den komplett selber? Da sind zwar nicht viele Kabel, aber trotzdem. Genau, wir haben den zunächst selber gebaut damals, aber mittlerweile ist der Markt, wird immer besser für die historischen Nutzfahrzeuge und ja, also um jetzt mal eine Zahl zu nennen, ich glaube, so einen Kabelbaum kriegst du für um die 500 Euro. Wenn ich da einen Mitarbeiter zwei Tage, drei Tage hinstelle, Klar. Ist das teurer. Und die Qualität passt, ist super. Also da haben wir entsprechende Zulieferer, wo wir den fertig kaufen. Eine Sache, die mich noch interessiert ist, zeig mal ein paar Bleche, die ihr hier eigentlich eingesetzt habt. Das wird schwer. Also beide Radhäuser sind hinten auf jeden Fall neu. Aber da wir, wie gesagt, Punktschweißzange und so weiter haben, sieht das immer geil, ja, fast wieder wie original aus. Ne? Weil ich habe ja auch schon immer viel gesehen und ohne jetzt hier so groß rumzuschleimen und so, ich muss wirklich sagen, das hat was von unten. Dann beide Batteriebleche sind neu, beide Eckteile sind neu. Weil auch sowas, das sieht ja alles so frisch und neu aus. Ist in dem Fall wirklich genau neu gekommen. Dieser Boden ist meist heile, hier liegt später dann der Tank, hier kommt die Benzinversorgung durch. Das ist alt geblieben, sind in der Regel heile. Da kommt die 044er rein. Genau, ja, der Ladeboden ist komplett neu, ne? Der war ja komplett raus, die Klärträger sind alle neu. Jetzt sehe ich auch, warum das nicht ganz so schlimm ist, wenn hier eine Luftblase drin geblieben war. Ne? Ja klar, wenn natürlich das ganze Radhaus komplett später mit dem Zeug eingespritzt wird. Ne? Wobei das halt ein Vorteil von dem Herrn Schwan ist, er schwenkt die Karossen, wie wir gesehen haben. Und dadurch minimiere ich, also da hatten wir schon auch Lieferanten, die da mehr Luftbildung haben. Ja. Okay. Es gibt natürlich so Sachen, dieser Schweller, der wird tatsächlich hier so stoßgeschweißt. Da sieht man die Punkte jetzt einfach noch. Ja. Das muss man dann halt, den Rest macht dann Spachtel. Ne? Okay, und jetzt wo ich so sehe, ist es aber gar nicht so schlimm, dass ihr schon ein bisschen weitergemacht habt, weil das wir hätten jetzt ja unmöglich zeigen können, wie hier jede Kante so abhören wird. Ne? Definitiv nicht. Wir hätten vielleicht mal ein Radhaus spritzen können, das geht relativ schnell. Ne? Aber sonst ist hier so ein Mitarbeiter schon, ich will jetzt nicht sagen eine Woche, aber ich würde sagen schon so drei, vier ganze Tage. Ja, krass. Innen, außen, unten. Das ist schon ziemlich aufwendig. Das heißt, Karosse kommt, ihr dichtet alles ab? Genau, machen eventuell Beulendellen, weil man sieht jetzt auch, vieles ist erst sichtbar geworden durch KTL. Ich habe natürlich jetzt schöne, fast glänzende Oberfläche. Dann sieht man doch nochmal, oh, da ist noch was drin oder so. Dann macht man das mal kurz raus, weil es von Lackierer natürlich weniger Arbeit ist und am Ende weniger Spachtel. Okay. Aber genau, so geht es im Prinzip los. Dann bauen wir noch einmal, ziehen wir tatsächlich die Frontscheiben ein. Das ist immer eine berühmte Stelle, wo es relativ eng ist und wenn die nicht passen, weil wir den Scheibenrahmen meist raus hatten, hast du natürlich nach dem Lack ein Problem, wenn auf einmal der Scheibenrahmen 2-3 mm zu klein ist und du kriegst die Scheibe nicht mehr eingezogen. Ist ja keine geklebte Scheibe, wo ich ein bisschen mehr hin und her schieben kann, sondern die muss dahin, wo sie hin will. Das heißt, die wird vorher probemontiert. Ziehen wir nochmal ein, Stoßstangen nochmal ran, Rücklichter nochmal rein, Scheinwerfer nochmal rein, ob alles passt, alles, weil nach Lack ist es wieder viel mehr kaputt machen, nach Lackieren und so weiter. Das heißt, der wird fast einmal probemontiert außen. Ja, jetzt so, die Seitenfenster so kommen nicht rein, aber auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, der hat lackierte Stoßstangen, ne? Der hat lackierte Stoßstangen, Chromstoßstangen, die man immer so sieht, gab es original gar nicht. Gab es gar nicht, war immer lackiert, ne? Wie beim Käfer. Also hatte ich, glaube ich, auch im ersten Teil schon mal gefragt, glaube ich. Ja, es ist meist dann zugehen. Weil eigentlich Nutzfahrzeug so, ne? Ja. Okay, ja, das heißt, was machen wir jetzt? Ja, bis Lack werden wir es noch ein bisschen gedulden müssen. Es wird also erst so, wir haben ein Auto im Lack leider gerade und wir können nicht unendlich viele. Ja, ein bisschen ist ja auch noch so, ne? Genau, ein bisschen ist auch noch zu tun. Also, wenn du willst, können wir ein Anbauteil abdichten, zum Beispiel ein paar Dämmungen kleben. Das soll das mal zeigen, wie wir das tun, warum wir das tun. Ah, Dämmung kommt ja auch noch rein. Genau, Dämmung im geringen Maße. Wir kleben es jetzt hier nicht voll wie bei so einem Akustikumbau, das Auto, ne? Aber es wird schon
so eine Tür klingt halt schöner und lässt sich schöner schließen, wenn sie gedämmt ist. Das ist einfach meine, also ist unsere Meinung. Das heißt, da werden speziell Flächen gedämmt? Ja, jetzt nicht großflächig, aber da kommen auf jeden Fall partiell, wie beim Neufahrzeug T6 oder so zum Beispiel, auch Dämmung rein. Ne? Ja, dann lass uns. Die war auch beim Beschichten dran oder die extra beschichtet? Nee, die Anbauteile waren ja alle dran. Ne? Waren alle dran, ne? Ja. Deswegen, wobei es geht eigentlich. Wie macht ihr das bei sowas jetzt? Seid ihr dann da so penibel, dass so kleine Bäulchen und so, das wird alles so gespachtelt genau. Später? Nee, das wird jetzt in dem Fall noch ein bisschen gebeult, weil diese Kante bleibt sichtbar. Hier kommt eine Verkleidung rein, in die Sicke, ne? Hier so ausgespart. Aber das bleibt sichtbar, das wird schon alles noch entsprechend entstanden. Also da wird schon bis in die letzte Ecke. Ja, ist halt blöd, wenn ich ein Auto für im Samba-Fall jenseits der 100.000 Euro rausgebe und dann dreht der Kunde sich um im Kofferraum und da sind irgendwie die Bäume. Das ist schade. Ne? Genau, Vorgehensweise wäre jetzt so, diese beiden Flächen sind bei uns immer beliebt, um die zu dämmen, weil sie die Klappe da am meisten schwingt, weil sie hier auch noch ein Emblem kriegt und so weiter. Habe ich mal kurz zwei Sachen geholt. Die eine Sache wäre was aus der Serie. Alter, ich reiß gerade alles aus der Limo raus und ihr ja, klebt das hier. Ich hätte sie nochmal eingeklebt. Ich habe sie gesammelt. ist wie so ein alter Reifen. Ja, also. Yeah, riecht auch ein bisschen unschön, aber das ist jetzt tatsächlich so, ja, ich sag mal Volkswagen Hannover, der Golf wird wahrscheinlich ein ähnliches genannt. Die ist von sich aus schon mal magnetisch. Das heißt, die kannst du in der Serie wird die, meine ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, die wird nur dahin gehängt, wo sie hin soll, mit den Magneten halt. Und der Ofen, wo das Auto noch durchfährt, ist so warm, dass die Matten da dann schmelzen. Das heißt, da steht kein Mitarbeiter mehr mit Heißluft föhnen, sondern das passiert im Ofen. Meine ich. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Wir hier würden es jetzt natürlich mit Heißluft föhnen nachbilden. Andere Variante wäre, die wir eigentlich fast nur noch verbauen, eine selbstklebende Variante, wie, ne, irgendwo hatten wir sie hier auch noch. Wenn die sind extra die gleichen. Die habe ich schon mal geteilt. Gibt es immer so fast quadratisch. Ist also selbstklebend. Würden wir jetzt in dem Fall hier einbringen. Natürlich auch ziemlich schwer für Gewichtsfanatiker wie dich. Aber die Klappe schließt einfach schöner. Ich wollte gerade sagen, dafür schlägt die Klappe genau, dann schön zu. Das klingt einfach schöner. Sie hat der schon so Haubendämpfer so oder war damals auch so hoch und mit Stange? Die alten Baujahre haben hoch mit Stange, genau. Und in diesem Fall das Baujahr aber schon so relativ aufwendig. Drehstäbe im Dach hinten, die dann hier über zwei Federn, so über Torsionen quasi die Klappe aufhängen. Also, okay, verstehe. Und war bei Oldtimern ja früher öfter auch bei Motorhauben. So wie Käfer auch in der Auge und so schnell, ne? Genau. Ist ein bisschen anders bei dem Auto. Genau, okay. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal für dich ein bisschen sauber wischen, die beiden Matten einbringen. Ah, und jetzt sehe ich. Genau, so, ist kein Geheimnis, das Material können wir ja auch einmal das zeigen. Das wird nicht so einfach mit einer Kartuschenpresse so drauf, sondern da ist richtig Power hinter. Ja, das Problem ist, wenn der Mitarbeiter die ganze Zeit drückt, dann nach einer halben Stunde hat er dann so eine Hand. Ne? Das heißt, das ist in dem Fall jetzt ja, pneumatisch, sag ich mal. Einmal stelle ich Luftmenge ein, einmal Materialmenge und je nach Düse, das wäre die Düse, um das zu spritzen im Radhaus, das düselt dann einfach vorne so und ja, da jetzt gerade drauf ist normale, wie du es auch von Silikon kennst, um jetzt hier eine Naht reinzuziehen. Aber eins zu eins das gleiche Material lässt sich nur über eine andere Düse spritzen und genau. Krass. Ja. Ist, weil wenn ich jetzt so ja, sag ich mal, handelsübliche Dichtmasse nehme oder so Karosseriekleber zum Beispiel, lässt sich halt mit dem Pinsel deutlich schlechter ziehen. Ja? Und das kriege ich wirklich relativ sauber gezogen. Ist eigentlich ein gutes Zeug, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht und ist auch bezahlbar. Yes. Genau. Attacke. So. Ich guck weg. Ich guck weg. Besorg kurz ein paar Sachen. Nachdem ich alles an jeder Ecke rauskratze und entferne. Aber das ist auch wirklich nur bei dem Auto so. Ich glaube, bei jedem anderen Auto würde ich es auch jetzt nicht so exzessiv irgendwie betreiben und würde dann auch eher. Ich habe ja diese ganzen Matten damals in meine Limo reingeklebt beim Zusammenbau. Das ist ja das, was ich jetzt teilweise gerade wieder raushole, ne? Weil ich es damals auch eher akustisch schön haben wollte. Also es ist wirklich zu unterschätzen, so ein Bus ist halt echt ein großer Klangkörper, ne? Und der Motor, der hinten sitzt, ja auch nur durch die Rückbank getrennt und so, es ist doch schon ziemlich laut in dem Auto und was durch diese Matten halt deutlich, durch Teppich natürlich auch, aber die Matten dann auch intern. Werdet da ja so ein paar Quadratmeter da schon reinkriegen. Ja, ein paar Quadratmeter nicht, aber also die kommt immer in der Größe, wie du sie jetzt hast und ich würde sagen, von den 10, 20 Stück so gehen da schon rein. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Hätte jetzt so gedacht, gerade so diese flächigen Sachen so. Also überall da, wo sich eine große Fläche anbietet, kommt sie halt rein. Oder klebt ihr jetzt nur eine Matte hier rein? Genau, also wir legen das jetzt nicht mit einer Dämmmatte voll aus, sondern ich habe das schon geteilt, weil wir jetzt eine Matte einzige da einbringen und eine Matte da einbringen und fertig. Weil in der Serie war halt gar keine, dann ist das so ein Kompromiss zwischen ja, so ein bisschen mehr Luxus, aber noch Originaloptik.
Weil es wird auch Leute denken, geben die Verkleidung immer mal abbauen und denken, ha, da wollten sie was verstecken, haben sie Matte drauf geklebt. Gibt es ja auch den Trick. Ne? Deswegen wollen wir da auch nicht zu viel einbringen. Fahrradtrick? Ja. Okay, so, dann muss ich nochmal Handschuhe holen. Aus den, wenn man doch mal so ein Video aus dem Werk sieht, da hättest du jetzt so eine Einklebehilfe, ne? Ja, die, so eine, ja, die genau so ausrichtet, dass so bei den, man kennt das so bei diesen, bei den Schildern und so, ne? Dass sie die jetzt auch möglichst für die Embleme und so akkurat genau. Gerade 5 Grad schräg da reinklebst. Das Problem ist, hier kommt noch ein Emblem hin. Den Trick habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Was denn? Finger gerade so. Ach so, ich glaube, das war nur. Zum Halten. Ich glaube, das war nur. So. Das waren jetzt die teureren Matten. Die billigeren Matten sind die, die hätten jetzt warm machen müssen. Genau. Aber wir haben mit denen einfach bessere Erfahrungen gemacht, weil es doch im Heißdorf eine ganze Ecke dauert, bis die geschmeidig werden. Ja, jede einzelne. Vor allem hier ist es ja noch recht einfach, wenn du dann irgendwie so eine Matte hast, die so ein bisschen hängt. Mhm. Ne, ist das so natürlich schon angenehmer. Ne? 2 Zenti. Ja. Machen wir es fürs Fernsehen auch gerade. Ne? Starten eigentlich. Das brauchen wir nicht. Wie ist das so mit, so Anbauteilen und sowas? Verzinkt ihr doch einige Sachen neu und so weiter? Die Möglichkeit haben wir leider nicht. Wir haben keinen Lieferanten, also Werksinterne, also geht das nicht. Es wird also nur bestmöglich aufbereitet und dann selber lackiert oder sowas. Also verzinken. Okay, können. Aber ihr steht hier wirklich und macht wirklich die Einzelteile? Wirklich steht einer mit der Baumaschine und Drahtbürste und macht das sauber, ja. Das Teil ist in dem Fall auch nur angebaut, weil die Klappe jetzt auch vor Lack einmal noch eingestellt wird. Mhm. Und das sind so 2 Führungsplatten, die berühren dann hier die, die D-Säule. Deswegen sind die da jetzt gerade angebaut. Die bauen wir dann vor dem Lack natürlich wieder ab. Mhm. So. Ja, wir werden jetzt also eine Naht nur genau in die Ecke bringen, sag ich mal, in das Ende der Falz, um das zu verschließen, dass halt keine Feuchtigkeit auf jeden Fall mehr von hier da reindringen kann. Mhm. Und Ziel ist, von innen tut es dann das Wachs. Also wir haben eigentlich ein ziemlich gut riechendes Wachs. Ich denke mal, Konservierung gehen wir dann auf jeden Fall drauf ein nach Lack, damit es dann eigentlich von beiden Seiten verschlossen bzw. konserviert ist. Mhm. Okay. Ne? Ja, dann fangen wir irgendwo an, wo... So im Ansatz sieht man schon, dass das schon recht flüssig ist. Ja, ne? Das ist. Also wenn du jetzt wirklich einen Berg machen würdest, dann würde der relativ schnell auseinanderfließen. Mhm. So. Würden wir es im Prinzip einfach verstreichen, haben wir hier verschiedene Varianten. Der eine macht es mit dem Pinsel, der andere
kannst jetzt mit dem Finger glatt streichen, also oder mit dem Handschuh. Pinsel finde ich immer, sieht so ein bisschen breit und irgendwie hässlich aus an so einer Stelle. Ne? Mhm. Kann man jetzt einmal so, viele kennen ja diesen Eisstiel-Trick. Ne? Kannst du jetzt einmal so das machen. Was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, dass nach dem KTL dieses Zeug wirklich direkt drauf kann. Ja, dass man nicht mehr irgendwie anschleifen muss oder irgendwas. Ne? Ja, das hält auch wirklich. Dass es direkt darauf haftet. Ja. Ich mal gleich dann nochmal rüber. Ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum wir uns nicht jede Naht angeguckt haben, die ihr gemacht habt. Weil das Ganze ist ja schon recht zeitaufwendig. Ja, das in den Radhäusern so, das kann ich alles mit dem Pinsel abziehen. Mhm. Weil es in der Serie auch so gemacht wird, aber hier an solchen Türen, ich finde es einfach hässlich, wenn man die Tür aufmacht und da ist dann so eine breite Naht, wo sie doch eigentlich nicht sein brauchen. Ja, klar. Weißt du? Wir versuchen irgendwie seriennah wieder zu restaurieren und irgendwelche Falze herzustellen und dann machen wir so eine Dichtmasse wieder weg. So, ne? Ist irgendwie auch ein bisschen. Wie wurde das Ganze im Werk drüber? Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber in den Türen ist schon überall Dichtmasse drin, wenn ihr die hier bekommt, ne? Nicht überall, würde ich sagen. Aber in den ganzen Zubehörtüren, wenn du sowas hast, auf jeden Fall nicht. Ne? Nee, auf jeden Fall nicht, genau. Die sind immer blank. Ist halt bei den Anbauteilen die meiste Arbeit, deswegen lassen wir das meiste im Lack machen. Ja, aber das bleibt dann ja wirklich nur noch hauchdünn. Genau, dann würde ich dann noch eigentlich das zu... Wie lange braucht das zum Trocknen? Ja, so fast 24 Stunden würde ich sagen. Cool. Ja. Okay. So. Ja. Gut. Vielleicht wenn René von hier filmt, sieht man es da noch ein bisschen besser. Man sieht auf jeden Fall nach und nach Fortschritte jetzt an dem Projekt. Dort hinten, genau. Finde ich extrem cool. Langsam wird es ernst. Haben wir eigentlich schon die Farbe verraten? Nee, ne? Ich habe es dir gerade nicht mal im Kopf, ich natürlich jetzt Farbkarten für dich. Ich weiß auch nicht. Also es wird so ein bisschen, ja, für den Laien würde ich jetzt sagen, Lachsfarben und so ein bisschen cremeweiß. Also zwei Farben auf jeden Fall. Verraten wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall Lack hausintern. Ja. Die Lackiererei bzw. die Kabine sieht auf jeden Fall extrem geil aus. Für heute reicht es erstmal. Ich denke mal, da haben wir in Bezug auf Nacharbeit bzw. Rostschutzversorgung und so weiter, Abdichtung viel gezeigt. Ihr wisst jetzt, wie viel Arbeit es ist, so ein Auto dann wirklich am Ende vollständig abzudichten. Genau, Konservierung würde ich sagen, gehen wir dann bei Montage nochmal drauf ein, weil es auch erst dann gemacht wird. Ihr bekommt jetzt nochmal kurz die Lackierkabine zu sehen und dann sehen wir uns nämlich genau da im nächsten Video. Ciao!